Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Drive and Talk EDS2. Das heißt EDS2. Nein, das heißt ETS2. Wir stehen in Sängerhausen. Einen der neuen Plätze, der vier neuen Plätze im neuen Update vom Pro Mods. Leider funktionieren hier die Parkplätze nicht. Deswegen habe ich jetzt vorhin in der letzten Folge die Müdigkeitssimulation ausgestellt, weil ich habe ja Parkplätze gefunden in dem Sinne. Wir fahren jetzt weiter. Fahren jetzt also durch die Nacht. Sonst wären wir vielleicht ein bisschen eher tagsüber gefahren. Fahren jetzt durch die Nacht in Richtung Fehmarn. Ja, ihr werdet euch fragen, warum ich von Hannover nach Fehmarn über die A38 fahre. Ganz einfach, weil ich vorhin auf der A7 zu blöd war, die richtige Richtung zu wählen. Und deswegen jetzt einen ganz schönen Umweg fahre. Nun gut. Er will mich auch über Leipzig lenken, ne? Ja. Ne, oder wollen wir Richtung Leipzig fahren? Wir haben doch gesagt, wir fahren Richtung Leipzig, ne? Wir wollten hinten rum. Wenn er meint, über Göttingen würde es schneller gehen. Also über die da hinten. Nee. Ja, wahrscheinlich schon. Wir fahren, aber ich habe ja auch gesagt, wir fahren dann hier auf Leipzig, Halle, Magdeburg, Uelzen. Da wollten wir lang. Genau, so wollten wir fahren. Auch wenn es vielleicht nicht schneller geht. Ich will nicht immer dieselbe Strecke wieder zurückfahren. Finde ich ja langweilig. Dann fahren wir so. So, sehr schön. Wieder auf die Bahn in Richtung Leipzig. Sagen die nicht Leipzig zu Leipzig? Wohnt zwar in der Nähe jetzt, aber keine Ahnung. So. Dreieck Südharz. Kann das sein, dass das mit dem... Nee, das ist eine andere Autobahn. Das ist für die... A71. Ist das die 71, die jetzt hier? Nee, das ist die... Das ist die 71. Die Richtung Schweinfurt-Erfurt. Die jetzt hier kreuzt. Vielleicht kann man hier auch durch... Wäre geil, wenn man durch eine Rennstrecke fahren kann, ne? Finde ich cool. Aber fahren wir jetzt nicht. Gucken wir später mal. Wir wollen ja auch irgendwann ankommen. So. Leipzig, Magdeburg, Halle fahren wir jetzt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass hier Berlin ausgeschildert ist, aber gut. Stimmt, über Berlin fährst du ja eigentlich R2, ne? Obwohl, kommst du einfach, woher du kommst, ne? Wenn du jetzt vom Ruhrgebiet, obwohl, das ist ja auch A2 Richtung Berlin. Wenn du nach Leipzig fährst oder so, vom Ruhrgebiet aus, fährst du ja auch eher über. Ja. Über 38 würde ich da fahren. Wir wollten nicht 90 fahren, wir gehen mal wieder runter auf 85, auch wenn wir es eilig haben. Jetzt ist wenigstens ein bisschen mehr los, jetzt können wir mal entspannt fahren. So, lassen wir ein bisschen ausrollen, bis wir auf 85 sind. Und dann schalte ich mal den Tempomaten ein. Während wir hier über der LKW-Mautbrücke runterfahren. Ich frage mich, ob sie das auch noch einbauen, dass sie so eine LKW-Maut einbauen. Also die von Promods. Ich habe das gelesen, dass das mal irgendwo vorhatten, aber es ist wohl nicht so ganz so leicht, denke ich. Und ich finde es auch wichtiger, dass erstmal ein paar schöne Straßen da sind und die Karte weiter ausgebaut wird. Als PKW-Maut-Dings drin. Vor allem, damit das nur Geld kostet. Realistisch, aber kostet mich halt Geld. Ich meine, in anderen Ländern muss ich eben Ort sein. Aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen weiter durch Deutschland. Beziehungsweise wir fahren ja nur durch Deutschland in dieser Folge. Wir fahren jetzt in den Norden. Jo, zieh rein, sehr schön. Kreuz was? Ich hab den Namen jetzt nicht gelesen. Richtung Berlin, Leipzig, Flughafen, München, okay. Dresden, Leipzig, Süd. Vermutlich müssen wir da auch raus in Richtung... Nee, Quatsch. Berlin wollen wir ja gar nicht. Wir müssen weiter. Boah, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt lang müssen. Werden wir gleich sehen auf der Karte. Jetzt ist das ein Fake, ich fahre jetzt raus. Und manchmal gibt es ja auch, dass er das so falsch anzeigt und dann mir sagt, ich soll hier rausfahren. Und dann muss ich trotzdem nur geradeaus und weiterfahren. Aber wir werden es sehen. Nein, wir müssen da tatsächlich raus. Ich habe mir fast gedacht, da fällt auch mal Richtung Berlin fahren.
Richtung Leipzig Flughafen bzw. Leipzig Halle Flughafen. Das ist ja, der heißt, der hat ja beide Namen. So wie Köln-Bonn zum Beispiel auch als Flughafen. In Kombination. So. Jetzt ist natürlich wirklich wenig los hier nachts. Was ganz schön ist. Tagsüber, obwohl eigentlich ist es auch ganz nett, wenn viel los ist. Weil jetzt kommen wir wahrscheinlich auch nachts an, oder? 21 Uhr, was haben wir noch an Zeit? Wir brauchen 7 Stunden. So viel länger als etwas, das andere, was ich gefahren wäre. Hätte ich jetzt hier hinten rumfahren sollen? Naja, gut. Weil fahren wir nachher ein bisschen Bundesstraße noch. Und sehen wir noch das umgebaute Uelzen, weil das gab es vorher schon mal. Da haben sie aber ein bisschen was gemacht. Ja, zieht raus einfach. Ich hätte jetzt bei Geld gewesen, wenn er noch links dran vorbeigezogen hätte an mir. Wenn er noch links dran vorbeigezogen wäre an mir, bevor ich rausgefahren wäre. Das sind dann die richtig coolen. Nicht. Was ist hier los? Machen wir lieber Abstand. Ja, genau. Da steht ein Polizist und du wechselst rechts rüber. Du bist auch ein Esel vor mir. Kannst du vielleicht mal ein bisschen Abstand halten? Da kann auch mal jemand auf der Straße springen. Dessau, oder was er gerade ausgeschüttet hat? Tatsächlich. Dessau. Grüße an den Florian. Ich kenne jemanden aus Dessau. Also noch aus Dessau. Dessau ausgeschildert. Was haben wir denn noch? Leipzig? Müssen wir raus? Nee, da hätten. Nee, klar, wir wollen ja auch nicht Richtung Dresden. Logisch. Wir fahren jetzt aber am Flughafen vorbei, ne? Oder ist der rechts? Nee, ich glaube, der ist rechts weiter. Schade. Na nee, gut. Magdeburg-Halle. Das sieht schon richtiger aus. Was haben wir denn gerade eigentlich gekriegt? Geschwindigkeitsübertretung oder sowas? Vermutlich, ne? War wahrscheinlich viel zu schnell auf dieser Abfügespur. Irgendeine Strafe gerade kriegt. Ich vermute Geschwindigkeitsübertretung. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Oder mir ist jemand hinten in die Karre gefahren und ich habe es nicht gesehen. Geht also auf die 14. Jetzt natürlich aufpassen, weil wir hier berghoch einiges an Geschwindigkeit verloren haben. Lassen wir den noch vorbei? Nein, wir ziehen raus, das ist ein LKW. So. Diese Zeit hätten wir noch zum Abbrauch ziehen gehabt. Ich wusste nicht, ob es hier gleich direkt wieder runter, rechts runter geht oder ob wir jetzt noch Zeit haben zum Raufziehen. So. Die Spur müssen wir gleich auch noch aufhören. Genau. Dann sind wir gleich nur noch dreispurig, beziehungsweise nachher nur noch zweispurig. Jetzt fahren wir erstmal an Halle vorbei. Was Halle wird hier symbolisiert durch zwei Gebäude. Gut, die Stadt ist jetzt 200.000 Einwohner. Naja, aber trotzdem bleibt sie so in der Nähe. Das ist natürlich schwer, die größer zu bauen hier auf der Karte. Die Ballungsräume sind dann immer schwierig. Der knallt hier aber auch durch, ne? Das ist, ich fahre ja schon 80. Was knallt der denn hier durch, der LKW hier neben mir? Ja, lass ihn machen. Auch schön still unterwegs. Kannst reinziehen. Wenn du willst. Aber anscheinend nicht. Blockiert lieber die mittlere Spur. LKW-Mittelspurschleicher, sehr schön. Na, jetzt hat er's. Müsste gleich, ja, da wo ich es gerade sagen wollte, müsste gleich zweispurig werden, weil die bin ja auch schon öfter gefahren. Das ist ja so der andere Weg, den man normalerweise nimmt. A14, A2, bei A2 und dann runter die A14. Bis Kreuz Magdeburg und dann A14 runter bis Halle, so fahre ich normalerweise, oder andersrum dann halt, ne, von A14 hoch bis Magdeburg und dann ja, Richtung Westen bis Hannover. So, jetzt bist du langsam, Kollege? Jetzt mache ich hier Elefantenrennen, ist mir jetzt egal. Ich bin heute das Arschloch. Jetzt fährt das Strich 80, ne? Na gut. Das ist die Saale vermutlich hier, ne? Kann gut sein, denke ich mal. Man überquert nämlich auch nochmal die Saale auf A14. So.
Und leider ist die A14 im Moment nicht so frei. Also, zumindest das letzte Mal gefahren bin, da ist alles voller Baustellen auf dieser Strecke. Alle 2 Meter eine Baustelle. Ist echt schlimm. Und dann ist es halt immer wieder einspurig und so. Und ich hasse es. Ich bin ja jemand, der in 60er Baustellen generell auch eigentlich 60 fährt. Weil ich mir denke, ja, sind 60 ausgestellt und ich habe keinen Bock, in Blitzer reinzufahren. Echt nicht. Nur die anderen Autos denken sich dann, ach, 80 kann man noch durchziehen. Kann man vielleicht auch, aber ich habe wirklich keinen Bock mit was im Blitzer oder so. Da habe ich echt Schiss vor. Und deswegen fahre ich meistens höchstens 65 oder so. Und dann wird man hinten schon mal doof, wird man schon mal ein bisschen dichter aufgefahren. Man soll ja gefälligst 80 fahren auf einer einspurigen Autobahn mit einer Baustelle nachher links. Oder so. Und selbst LKWs motzen dann ein bisschen. Aber es ist eine 60er Baustelle, die ist nicht umsonst da. Es gibt auch teilweise 80er Baustellen auf der Strecke, dann fahre ich auch 85 oder so, aber sonst fahre ich eigentlich 65. Bin da manchmal auch schon fast 70 gefahren oder so. Dann haben die trotzdem noch gedrängelt, weil die 100 fahren wollten durch die Baustelle. Das, dann wenn du dann noch ein bisschen schneller fährst, die machen einfach die Mauern einfach weiter sozusagen. Haben die auch eine Baustelle oder? Nee, der blinkt nur. Ich dachte erst, weil da hinten so viele Blinkelichter waren, aber das war nur ein LKW, der blinkt oder so. So, wir fahren geradeaus weiter. Wir fahren die A14 bis zu ihrem Ende, bis zum bitteren Ende fahren wir. Das ist ja jetzt hier das Kreuz A2. Es ist auch wirklich so, dass hier so eine zweispurige, also rechts kann man rausfahren Richtung, die ist dann so zweispurig Richtung Hannover. Also ein zweispuriger Ausfahrt, hat so eine extra Ausfahrt. Und dafür hier jetzt kein Kreis rechts, wo man dann so fährt. Also hier könnte man ja, bei der Autobahn kannst du jetzt rechts fahren und dann so einmal im Kreis runterfahren, aber das gibt es hier nicht, sondern das wird hier so anders gemacht. Weil da wohl der meiste Verkehr Richtung Hannover fließt. Ist ja auch logisch, ne? Also, weil, wenn du von Leipzig oder so vom nach Berlin fährst, fährst du halt. Ist das die 9 oder so? Oder die, keine Ahnung. Eine andere Autobahn hoch. Ah, hier ist das Ende der A14. Man sieht. So. Jetzt dürfen wir auch nur noch 60 eigentlich. Fahren wir bei 70, komm. Weil dann, wenn meine Blitzer kommen, aber eigentlich sind die auf Landstraßen noch keine Blitzer. Ich hab keinen Bock 60, weil ich finde das immer noch. Ey, alle anderen Länder haben ein bisschen. Haben mehr, ne? Also, Deutschland ist so das einzige mit LKW 70. 60. So, Quatsch. 70. Kenne ich zumindest von anderen Ländern nicht. Ach, ich kenne die Strecke schon ein bisschen. Spoiler, da kommt gleich eine Baustelle. Und wir sind ganz froh, dass wir nachts dran sind, weil hier kann man durchaus mal 10 Minuten vor der Baustelle stehen, weil hier so viel Verkehr ist. Vor allem mit diesem Mod. Das scheint immer jetzt zu gehen, weil hier kaum Verkehr ist in dieser Nacht. Beziehungsweise Nachtzeit, ne? Sag mal, ist das Spiel gerade abgeschmiert? Jetzt ernsthaft? Na doch, ich dachte gerade. Gut, ganz ruhig schlafen. So, da ist die Baustelle, die angesprochene. Es war aber auch sportlich angehalten. Ich meine, ein bisschen Abstand ist noch da, aber ich glaube, der hat schon ein bisschen Panik gekriegt vor mir. So wie ich auf den Zug gerast bin von hinten. Ja. Einmal ganz kurz gucken. Nee. Da muss ich nochmal ganz kurz in die Einstellung hier. Wo waren das? 2. Nein, das waren die Spiegel. 4. Da war es. Frontmontagen, Dachmontagen. Also wenn ich Lichthupe gebe, möchte ich auch mal richtig hier Licht haben. Guck mal, dass man Leute richtig erschreckt. Zack. Man denkt, hinter ihnen geht die Welt unter. So muss das sein beim LKW, dass man von hinten, wenn man vorm LKW fährt und der Licht hinten dich an Licht hupt, denkst du, hinten ist Apokalypse. Das Licht. Da hinten ist der Himmel. So hell so muss das sein. Also der Himmel oben, nicht der Himmel, sondern wisst, was ich meine. Gott persönlich steht da hinter ihm und denkt, Licht hupt dich an. So muss das aussehen. So. Polizei vor mir. Wir sollten nicht zu schnell fahren. Also nicht viel. So. Ist das überhaupt eine Baustelle oder wird hier Holz gefällt oder so? Ich glaube, das sind Holzfällerarbeiten. Warum sperren die dafür die Straße? Überholt der LKW da hinten gerade? Tatsächlich, was ist das denn für ein Spinner? Ja, du kannst ruhig, aber auch ohne Sicht, in der Kurve. Ja, sicher. Hm, mach mal. Fährt ja nur in mich rein. Muss ich dann Leichenteile aufsammeln. Toll, Kollege. Ja, aber das ist so ein Kurvenüberholen. Ich bin generell jemand, der nur überholt, wenn ich wirklich sehe. Also, da muss ich schon wirklich. Ich meine,
ich will nicht sagen, dass ich der perfekte Überholer bin und noch nie, aber ich achte eigentlich sehr gut drauf, dass man das auch sieht. Zum Beispiel ihn hätte, das hat man jetzt auch nicht gesehen, der war auch eine Kurve. Wenn der WDR hier überholt. Aber gut, jetzt könnte man vielleicht überholen. Naja, jetzt aber schon nicht mehr. Also gerade, wenn man ein Stückchen weiter vorne. Da muss man aber wirklich einmal kurz, am besten irgendwie in den dritten, na, Gang hochschalten und dann richtig Gas geben. Kommt auch wieder schneller, ist ja hier im vierten, aber dann kommt auch aufs Auto drauf an. Dass man zumindest noch einen Gang runterschaltet. Das mache ich zumindest vom Überholen immer. Zumindest wenn es ein bisschen knapper wird, überhole ich immer noch mal einen Gang runterschalten. Sollte man eigentlich auch. Und dann schön Gas geben und zu überholen ansetzen. Da muss dann halt mal das Gaspedal durchtreten. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann mal Überholvorgang mal 110 fährt oder so, um dann dran vorbeizukommen, dann wieder einzuordnen, wieder 100 fährt. Finde ich jetzt eher nicht so problematisch. War das gerade eine Fußgängerampel? Vermutlich ja. Frag mich, ob die manchmal auch rot ist. Wäre natürlich wirklich geil, wenn die manchmal rot ist und dann auch Fußgänger rübergehen. Wir sind jetzt gerade in Uelzen übrigens. Wir haben ein bisschen umgebaut, haben sie es tatsächlich. Was haben wir denn recht? Ein Supermarkt oder was? Ein Lidl. Ja, da können wir sogar auch liefern. Geil. Nee, können wir gar nicht. Bei Lidl können wir nicht liefern. Bei den davor können wir liefern. Bei der Firma hier recht. Da können wir liefern. Okay. Ja dann. Ich dachte, beim Lidl können wir auch liefern. Oder beim Lidl können wir nur abliefern und können nicht holen. Gibt es das auch hier? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt geht es ein bisschen Bundesstraße. 50 noch. Wir sind ja schon raus aus der Ortschaft. Warum sind hier noch 50? Das ist jetzt aber ein Fehler. Warum sind hier noch 50? Naja. Sehe ich keinen Grund drin. Das muss irgendwie wirklich ein Fehler sein des Spiels. Wir sind ja schon lange aus der Ortschaft raus. B191 fahren wir jetzt hier lang. Fahren wir 65, passt. Der Vorteil ist, jetzt überholt uns keiner riskant, weil die Autos natürlich alle nach dieser Geschwindigkeit gehen, die da unten angezeigt wird. Aber der Nachteil ist, wenn wir jetzt irgendwie einen vor mir haben, dann müssen wir ziemlich bremsen. Warum ist hier denn immer noch 50? Ist doch ein Bug, oder? Also so ganz, ja. So ganz bugfrei ist die Version ja noch nicht, ne? Ist, glaube ich, auch noch nicht lange draußen. Sängerfrei kannst du nicht parken. Hier ist nur 50 über die ganze Strecke. Ne, jetzt ist 60. Ich dachte auch gerade 60 oder war ich einfach nur blind? Wahrscheinlich steht die ganze Zeit ja nur 50, war 60, weil ich einfach nicht gucken kann. Kommt man schon auch vor. So, ist das ein Mähdrescher vor uns? Was ist das? Tatsächlich ein Mähdrescher. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Das ist tatsächlich ein Mähdrescher. Das feiere ich gerade. 0.57 Uhr, aber hat der denn seine Felder gemäht? Schaffen wir das? Ja, gut, ich gerade sichere Überholvorgänge, ne? Zu dem Thema. Das war jetzt auch nicht der sicherste, mit einer LKW einfach dran vorbeizuziehen. Aber wir haben keine Zeit. Wo man hat es ja gesehen, aber wenn da jetzt einer entgegenkommen wäre, wäre ein bisschen riskant. Ein bisschen riskant war schon. Schön über die Elbe hier, wie man gerade gelesen hat. So, und dann geht es gleich hier links wieder ab. War auch sinnvoll, da zu überholen, weil da jetzt so viel bis zur Ampel, so viel haben wir eh nicht. Aber wir haben, eine Ampel ist aus. Was mich ein bisschen wundert, weil Landstraßenampeln sind eigentlich selten aus. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir haben Vorfahrt. Vorfahrtsregel. Gut. Das heißt, wir können ja auch gut reinziehen. Über die Kreuzung würde ich nachts nicht ausschalten, die Ampel. Das fände ich ein bisschen zu risky, ganz ehrlich. Wenn der Auto dann angeschossen kommt mit 100. Und da du vielleicht nicht weißt und du denkst hier, ich hätte jetzt auch vielleicht die andere ist eine Vorfahrtstraße, aber du das vielleicht nicht hundertprozentig weißt oder falsch annimmst oder irgendwie so ein Quatsch. Oder einfach ein Arschloch bist und durchziehst. Dann kracht's. Aber es gibt auch genug Arschlöcher, die nachts bei Rot durchziehen. Ich denke, da kommt schon nichts. Meine nächste Ortschaft hier. Warum 80? Das ist jetzt auch wieder ein Bug. Das ist Ortschaft. 50 sind hier. Irgendwie sind die Geschwindigkeiten hier noch nicht so ganz so super. Neuhaus hieß die Ortschaft, glaube ich. Die wir gerade durchfahren. Und jetzt haben wir 30. Okay, halten wir uns mal dran. Steht immer noch 80 unten. Okay. ...1:32 Uhr mitten durch die Nacht. Können wir auch ein Fernlicht anmachen, ne? LKW-Fernlicht, immer geil. Sag mal, über Fernlicht ist dann auch hier gesamte Beleuchtung an, ja, ne? Ja, sehr geil. Gut. Wenn du entgegenkommst, solltest du schnell wieder ausschalten, sonst ist der blind innerhalb von weniger Sekunden.
Das sollten wir dann vielleicht tun. So. In eine andere Straße. Sehr cool. Ich könnte gucken, wo es hingeht. Ach, nee, sehe ich nicht. So. Zu schnell. Warum haben wir denn 80? Na gut. Keiner gesehen. War wieder 65, ne? Da geht es echt, ja gut, um 2 Uhr ist auch wirklich nichts mehr los. So. Welche Autobahn kreuzen wir jetzt? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Berlin A26? Jo, 24. Oh, sorry. Ja, ja, sorry. Sorry, habe ich vergessen auszuschalten. Mein Fehler. Das meine ich nämlich. Ich vergesse das dann eh wieder auszuschalten. Und dann beschweren sich zu Recht die Leute, die entgegenkommen. Da wo sind wir jetzt schon? Bei Rostock irgendwo? Ne, bei Hamburg. Aber Hamburg haben wir gerade. Also entfernt von Hamburg. Auf der Höhe von Hamburg, könnte man sagen. Haben wir vorbei. Und wie gesagt, wir fahren dann auch mal ganz schön ein bisschen Bundesstraße zu fahren. Finde ich auch sehr schön gestaltet. Gibt es ja in Deutschland in der realen Version jetzt auch manchmal, aber irgendwie so schön gestaltet. So, die ganze Zeit Überholverbot, ne? Komisch. Warum? Also jetzt vor der Kurve da hinten, klar, aber da vorne war da vorne ein Überholverbot. Verstehe ich nicht. Oder vor so Einmündungen. Das ist ja logisch. Und jetzt an der Kurve nicht mehr. Erklär mir einer dieses Überholverbot, bitte. Danke. Grüßen. So, ja, ich habe mich immer gedacht, dass er gleich überholen wird. Kann aber gerne machen. Der ist ja, hat ja bestimmt ein bisschen was mehr unter der Haube, beziehungsweise nicht so viel hinten drauf. Ach, Polizei! Ja. Da vorne, jetzt geht's bergauf. Hier, warum sind hier denn 80 auf der Landstraße? Auf der Landstraße sind doch überall 60. Warum sind denn hier jetzt 80? Das ist auch irgendwie unlogisch. Na gut, wir fahren mit 65 weiter. Ganz regelkonform. Noch einer nächtlicher. Oh, nachts Autobahn, Autofahren macht irgendwie auch Spaß, ne? So vorne über Landstraße, wenn gar nichts los ist. Ein bisschen vorsichtig sein, damit du nicht zu müde bist. Und auf keinen Fall irgendwie mit der Drogen irgendwas am Hut gehabt vorher. Aber auch Müdigkeit kann echt scheiße sein beim Autofahren. Ich hab's auch schon öfters gehabt, dass ich ziemlich müde war. Die Nacht vorher nicht gepennt und dann Auto gefahren. Boah, richtig Konzentration. Richtig Konzentration. Lange Strecken kannst du damit nicht fahren. Das geht gar nicht. Ich bin einmal nur ein kleines Stück Autobahn gefahren. Boah, das war richtig schwierig, weil ich vorher die Nacht nicht gepennt habe. Eine Stunde oder so. Richtig, richtig schwer. Sollte man eigentlich nicht machen. Aber ich musste ja irgendwie wieder zurückkommen. So, obwohl nach Lahns passiert, ist mir das öfter passiert. Wenn ich dann sogar mitgefahren bin, dann fahre ich dann meistens noch ein Stück A2. Also bin ich, jetzt wohne ich ja nicht mehr da, aber als ich dann noch da gewohnt habe, bin ich auch mal ein Stück A2 zurückgefahren. Vom Gambit aus. Und bin dann nach Hause und dann von der LAN und dann man einfach überhaupt nicht gepennt hat, weißt du? So einfach so durchgemacht und dann am nächsten Tag zurück. Ja, lass es 20 Minuten, 15 Minuten sein, Fahrt trotzdem. Ich schmeiß hier wieder alles runter, sehr schön. Ups. Ja, mir ist hier gerade alles runtergefallen. Okay. Der legt sich auch, was macht der denn da im Wald? Pilze suchen. Nein. Vielleicht sollte man nicht so viel Müll oder auf den Schreibtisch rumstellen labern. Ja, jetzt musst du leider bremsen, Kollege.
Ich entschuldige mich mal. Sorry. Ja, fahr noch dichter auf. Davon kann ich auch nicht schneller beschleunigen. Wo sind wir jetzt? Lübeck. Ach ja. Ich finde ein bisschen, man fährt so halb durch Lübeck, fährt so ran vorbei. Haben wir das umgebaut? Nee, das ist immer noch so. Finde ich ein bisschen schade. Hätte schöner gefunden, wenn man die 10 noch ein bisschen durch Ortschaft fahren würde. Ein paar Häuser noch rechts und links. Und man fährt jetzt hier noch einmal um Bogen, am Strand vorbei und dann ist man schon wieder raus aus Lübeck. Also wirklich was von Lübeck sehen tut man nicht. Ah. Ach, Möwen! Mal da oben, Möwen! Oh. Kennt das überhaupt jemand? Falls es jemand nicht, oder falls, wenn wahrscheinlich keiner kennt, gebt mal Exclamatory Grindfuckers ein. Ich weiß aber nicht, wie das gleiche Lied heißt. Hm. Guck mal da oben, Möwen! Oh. Hype und Hype ist auch ein schönes Lied, könnt ihr auch mal hören. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. So, wir können jetzt noch weiter mit auf der Straße Richtung Kiel fahren. Wir fahren aber jetzt auf die A1 Richtung Fehmarn. Burg, besser gesagt Richtung Burg auf Fehmarn. Heißt ja die Stadt, das Dorf auf Fehmarn. Gibt es auch auf Fehmarn ein Dorf, was Fehmarn heißt? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Burg, glaube ich, die größte Stadt. Dorf, nennt man schon Stadt? Ist das schon eine Stadt? Wie viele Einwohner hat denn Fehmarn so? Keine Ahnung. Fahren jetzt nur noch kleine Stücke 1, denn dann ist ja die Autobahn doch schon zu Ende. Und dann geht's weiter auf der Bundesstraße über die Insel. Was haben wir denn noch so ausgeschildert? Neustadt, IH, okay. Na, Neustadt gibt's ja genug in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Neustädte es gibt. Bestimmt 30, 40, 50? Keine Ahnung. Genug auf jeden Fall. Genug, dass man sie nicht mehr auseinanderhalten kann. Baustelle? Ja, die Baustelle ist halt, dass hier gleich die Autobahn endet. Das ist hier die Baustelle, die gemeint ist, glaube ich. Vorsicht, fahren wir ein bisschen langsamer hier. 80 sind noch. Ach, hier wird drüber gezogen. Ja, der kann noch vorbeiziehen. Das war jetzt schlau, LKW, dass du rauszieht. Mit dir mache ich jetzt keinen Platz, Kollege. Kollegen Schweine. Selbst schuld. Ganz ehrlich, selbst schuld. Warum ziehst du denn raus, wenn du weißt, dass die Spur zu Ende ist? Lässt sich auch keiner rein. Hätte ich aber auch genauso gemacht, wenn ich dann nicht mehr, obwohl ihr doch lässt rein. Also doch, reinlassen schon. Also eigentlich bringt es nichts, so eine Racheaktion. Bringt überhaupt nichts. Warum? Was bringt dir das? Der andere ist übrigens ein Arschloch, aber das bringt ja nichts, wenn du den dann noch nervst. Oder vielleicht hat er auch einfach nur einen Fehler gemacht, ich habe es nicht gesehen. Ganz ehrlich, es ist auch immer schnell, dass man nicht schnell so, dass man sagt, oh, das ist Arschloch, oh, das hat er überhaupt sichtlich gemacht. Nein, sowas geht auch ganz schnell, dass er einfach nicht gesehen hat, dass hier die Spur sich Spur endet. Und dann ist er rausgezogen und dann hat er gemerkt, oh, sorry, Fehler. Fehler sind menschlich. Und man sollte auch immer mit dem Fehler rechnen und auch Fehler verzeihen. Auch im Straßenverkehr. So, jetzt geht's hier also gleich über die Brücke Richtung Fehmarn. So, erstmal hier langsam die Auffahrt zur Brücke. Überall hier schöne, schicke Windräder in den Morgen hinein. Och, sehr schön. Sehr, sehr schick hier. Auf der Brücke wechsle ich gleich mal ganz kurz die Sicht, weil ich hier einmal ganz kurz vielleicht ein Thumbnail machen will, ohne einen Unfall zu bauen. Aber die Brücke ist ja relativ gerade, da sollte nicht so viel passieren. Von einmal hier noch eine andere Sicht, von außen hier irgendwie, sowas. Geil, geil, geiles Bild, geiles Bild, geil, 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 geil. Die schönsten Thumbnails, nur bei Laban. So, jetzt müssen wir aber schon wieder raus. Ja. So, jetzt sind wir nämlich auf der Insel Fehmarn. Herzlich willkommen. Jetzt fahren wir also rechts ab und gucken mal, was wir. Ich denke, boah, ich habe Bock noch weiter aufzunehmen. Ist mir gerade egal. Ich habe jetzt Bock aufzunehmen, Bock zu fahren. Und euch nehme ich einfach mit. Ist ein bisschen entspannter, vielleicht nicht ganz so viel zu erzählen, aber muss man auch mal machen. Irgendwann gibt es auch wieder Interviews. Ist auch geplant, aber. Ja. Jetzt geht es erstmal darum, wieder ein bisschen den Kanal aktiv zu halten. Und man kommt auch immer wieder irgendwie auf Themen. Das ist auch ganz cool, wenn man immer wieder so Themen. Wenn man irgendwie was sieht und dann immer wieder kurz über Themen quatscht. Finde ich mal ganz gut. Burg auf Fehmarn mit grünem Schild. Heißt grün nicht eigentlich, dass es nur so ein Mini-Ort ist oder so? So klein ist das doch auch nicht, oder? Naja. Oder dass man zumindest keine Ortschaftsgeschwindigkeiten einhalten muss. Und jetzt fängt es an zu regnen. Sehr schön. Oder nicht schön. Aber ist an der Küste. Da fängt es öfters mal an zu regnen. Wo ist mein Scheibenwischer? P, ne?
Stimmt, ich hatte den auf dem anderen Akkord auf Q gestellt. So. So, herzlich willkommen. Wollte ich schwere oder leichte Variante nehmen? Wie viel Zeit haben wir? Nein, wir nehmen die leichte Variante, weil sonst wird die Folge zu lang. Und ich möchte keine Folge beginnen mit einparken. Das ist, glaube ich, mega langweilig. Falls ich mal Zeit am Ende der Folge habe und keine passende Ausrede wie jetzt gerade, dann parke ich auch mal wieder ein. So. Oh ja, Profi. So. Dann würde ich sagen, abstellen. Und gucken, was wir rausgekriegt haben. Ausgezeichnet, keinen Schaden gemacht. Die 794 Kilometer waren, glaube ich, ein bisschen unnütz, wie wir gefahren sind. Ja, Level 8 Enthusiast. Das heißt, wir können auch was skillen. Das werden wir jetzt auch noch in dieser Folge machen. Halbe Stunde ist in Ordnung von der Länge her. Was skillen wir denn? Just in Time bringt natürlich ordentlich Kohle. Ich glaube, Fernfahrten brauchen wir jetzt nicht weiter. Erstmal. So lange Fahrten können wir auch später nochmal machen, aber jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir nehmen. Oder wir nehmen zerbrechliche Fahrten, dann haben wir nämlich alle Fahrten zur Verfügung. Ja, nehmen wir zerbrechliche. Dann haben wir alle Typen, außer jetzt oben die ganzen HDR-Sachen, diese ganzen Chemikalien und so, da muss man sie alle einzeln auswählen, um sie alle fahren zu können. Aber so haben wir jetzt so ein bisschen eigentlich alles drin, können alles fahren. Das ist sehr gut. Dann verabschiede ich mich hiermit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen mal, wo es dann hingeht. Tschüss!